Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin wieder zurück. Ich hatte eine lange Pause. Ich weiß es. Unser heutiges Thema ist die Lebensmittel. Auf Deutsch und auf Schweizerdeutsch. Aber hier muss ich nochmals erwähnen, dass ich das Baslerdeutsch benutze. Aber das Baslerdeutsch variiert eigentlich auch in sich. Also es heißt, man kann es immer auf eine andere Weise sagen. Also ist es sehr unterschiedlich. Wenn ihr bereit seid, können wir ja anfangen. Los geht's und... Der Apfel, der Öpfel, die Birne, Birne, die Erdbeere, Erdbeere, die Banane, Banane, die Orange, Orange, der Pilz, der Pilz. Die Gurke, die Gurke. Die Tomate, Tomate. Der Salat, der Salat. Die Zwiebel, Zwiebeln. Der Knoblauch, der Knoblauch. Oder auch der Knobi. Die Kartoffel, Kartoffel. Die Mandarine, das Mandarinli. Das Brot, das Brot. Der Kaffee, das Kaffee. Der Tee, der Tee. Das Fleisch, das Fleisch. Der Fisch, der Fisch. Die Pommes, die Pommes frites. Der Käse, der Käse. Die Wurst, die Wurst. Die Olive, die Olive. Der Kuchen, der Kuchen. Das Eis, das Eis. Die Marmelade, das Konfi. Die Schokolade, die Schoki. Die Traube, Trube. Der Wein, der Wein. Das Bier, das Bier. Wer war das? Die Nudel, die Nudler. Der Reis, der Ries. Das Brötchen, das Brötli. Der Pfeffer, der Pfeffer. Der Blumenkohl, das Blumenkohl. Blumenkohl, Blumenkohl. Genau. Das Gummibärchen, das Gummibärli. Das Wasser, das Wasser. Auch. Wer bist du? Auch wenn man es gleich schreibt, spricht man es ein bisschen anders aus. Das Wasser, das Wasser. Man betont es anders. Der Eistee, der Eistee, die, oh, die Erbse, die Erbse. Das Sauerkraut. Sauerkraut. Der Rotkohl. Das Rotkohl. Der Kräutertee. Der Kräutertee. Der Spargel. Spargel. Jetzt fängt sie an zu putzen. Um 8 Uhr abends. Tolle Zeit.
Die Buchstabensuppe. Buchstabensuppe. Der Zucker. Zucker. Die Milch. Milch. Der Kürbis. Kürbis. Der Spinat. Spinat. Jo. Ja. Jo. Die Feige. Fiege. Die Pflaume. Zwetschge. Die Wassermelone. Wassermelone. Die Aprikose. Aprikose. Die Brombeere. Brombeere. Die Kirsche. Kirsche. Die Ananas. Ananas. Die Mandel. Mandle. Die Kastanie. Kastanie. Die Himbeere. Timberi. Die Zitrone. Zitrone. Die Honigmelone. Honigmelone. So, das waren insgesamt 60 Lebensmittel auf Deutsch und auf Schweizerdeutsch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir auch, wie gesagt, auf Instagram folgen. Da heiße ich Irem Bozigit Deutsch. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Like geben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich natürlich noch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.